That? I distracted you. Distracting your opponents is key to battle. Look, let me show you again. Pay special attention to the viscosity. Okay. Halten und dann. Okay, you try. Make your fart detonate behind me. Oh, das war ganz, ganz Leaky. Weit it weg. Needs more surface tension. Ja, ist Look, okay. Let me show you again. Pay special attention to the viscosity. Das kriege ich hin, das kriege ich hin. Okay, you try. Make your fart detonate behind me. Ach komm, ich wusste gar nicht, dass ich dran bin. Look, let me show you again. Nein, ich will nicht, dass du es nochmal zeigst. Ist ja okay. Make your fart detonate behind me. Ach, ich hab doch. No, you're not forming it right. Imagine you're chewing bubblegum with your butthole. Look, let me show you again. Pay special attention Mann. To the viscosity. Der war doch ganz cool. Okay, you try. Make your fart detonate behind me. Halte den Richt. Undisciplined. Even a child could block that fart. Look, let me show you again. Ich soll ihn doch hinter dich bringen, da wo du stehst oder was, du Penner. Mann. Okay, you try. Make your fart detonate behind me. Okay, ich versuch's. Yeah. Aber oh, Mr. Mackey. Now it's your turn. Use sneaky squeaker to distract Mr. Mackey over to the corner there. Okay, ich versuch's. Ja, hallo? Ich mach doch nach oben jetzt. You waited too long. The bubble popped in the wrong place. Ist ja okay. Ich versuch's nochmal. Hey, did you guys hear that? Sounded like a chipmunk. Very, very good. Now use what I taught you to sneak inside that Taco Bell. Find out what they're up to and report back here. And no matter what happens, never fart on anyone's balls. You got that? All right. Now go. Wo ist denn der Taco Bell? Da müssen wir jetzt hin, ne? 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 Missionsziel erfüllt, trifft Randy im Badezimmer, Schleicher gelernt, jetzt müssen wir zu diesem Taco Bell. Wo ist denn der? Und danach besiegen wir El Gore, wenn wir ein paar Level aufgestiegen sind. Ich weiß aber immer noch nicht, wie wir an das im Pokémon. Ah doch, ich weiß, wie wir drankommen, jetzt sehe ich es gerade. Yeah, wir haben es, wir haben es. Wir haben es, wir haben es. Unnecessary. Nachricht von El Gore. Wir haben dauernd Nachrichten von El Gore, es reicht. Ich will keine Nachrichten. Na nö, was ist dir passiert? Gehen wir mal gucken. Folks, there's nothing to be concerned with here. Absolutely nothing out of the ordinary is going on. Simply getting ready for the grand opening of a new Taco Bell. New Taco Bell opening soon. Very big Taco Bell. It's gonna open in a few weeks. Thank you. Okay. Okay. Will this Taco Bell be serving enchiladas? What? Well, is it gonna be a full menu Taco Bell, or is this gonna be one of those Taco Bell KFC combos? We got a guy out here asking a lot of questions. Just stick to the script as laid out in the protocol. But he wants to know if the Taco Bell will have enchiladas or not, sir. Damn it, we don't have a contingency for that. Michaels, isolate and neutralize the threat. Yes, sir. Look, it's a simple question. If this is going to be a huge Taco Bell, will it serve enchiladas? I think we have a right to know. Mark? Folks, we know you're all very excited, but for your safety, we ask you stay clear of the construction site. Mark?
Ach ja. Den verstohlenen Quietscher. Das ist er ja hier, ne? Ach hier. Und dann A. What was that? Is somebody here? I'll find you. Sorry, absolutely nobody allowed past. Okay. Check back in a few weeks. Thank you. Das bekommen wir besser hin. Don't you know any way to get past people? Is that you, God? Hey, what was that? Schnell, schnell rein, schnell, schnell rein. Okay, okay. Oh, da oben ist eine Sonde und da ist... Da kommt man nicht hin. Dann betäuben wir den und kämpfen gegen ihn. Go bug somebody else. I'm not gonna fight with you, kid. Hey, hey, get out of there. That's Taco Bell property. Was? Wir dürfen uns gar nicht mehr sehen lassen von denen. Ach, okay, ich verstehe, ich verstehe. Sounds like ketchup in a squeeze bottle. I think I heard a beetle dying. A beetle dying. Okay, okay, wir dürfen uns also nicht sehen lassen. Huh, guess Nicki Minaj released a new single. Nein! Schnell, schnell! Engaging hostile! Nein, nein. Okay. Ich muss also direkt auf diese Arschsonde wechseln. Der Schleicher ist cool. Okay, jetzt sind wir hier oben. Eine Kiste, ein Steinhammer. Untersuchen. Er ist aber schwächer als unser... Hier können wir bestimmt rein. Und jetzt sehe ich aber noch etwas. Und zwar... Da reagiert er gar nicht drauf. Aber ich sehe hier was. Ach, scheiß drauf. Wir gehen mal weiter. But so far we've been unable to stop the UFO from leaking the toxic waste. We've contained all we can, but there are no guarantees an outbreak will not occur. And does the alien liquid appear to have the same effect as last time? I'm afraid so. When the alien waste reacts with organic material on Earth, it turns things into Nazi zombies. Okay. Die gleiche Not, die wir im Volk gelitten haben. Here we go again. Och nee. God damn it. I'm so tired of Nazi zombies. It's so overused. If the wrong person gets their hands on that green toxin, it could totally spread and we have a big problem. All right. We're going to have to completely obliterate everything in a 3-block radius. Find locations for the bombs and bury it all. Then make up a fake story about an earthquake. We can contain the outbreak this time if we act quickly enough. Let's move. Everything we've just talked about has been recorded onto this tape. I'm going to leave it alone here for a few minutes, then come back later and have it encrypted and locked away, so nobody ever hears what was said in this meeting. Yes, good idea. Oh. Das war also eine gute Idee. What the fuck? It's broken free! Die nicht hergerufen hat! Ah! Oha. Jetzt müssen wir also gegen einen Nazi-Zombie müssen wir jetzt also, ne? Ach, der hat viele Rüstung. Aber ich habe etwas, das viele Rüstung nehmen wird. Minus 85 Rüstung, das muss ich noch einmal einsetzen, dann ist alles cool. Erstmal benutzen wir nochmal den Wirbelwindschlitzer. So, er blutet. Nazi-Zombie-Zorn. Aua. Naja, wirklich stark war er jetzt nicht, aber... SWAT-Weste, nice! Und...
SWAT-Einsatzhandschuhe, SWAT-Kopfpanzerung, nice, nice. Pentagramm. Glänzende Stiefel, ach, die können wir gar nicht. Ja, wir müssen. Hier, die Waffe ist immer noch die beste, finde ich, bis jetzt. Dann hier, SWAT, du greifst erneut an, wenn du einen Feind tötest. Yeah. Hier, diese SWAT-Weste fügt 30 Rüstung hinzu und schwächt feindliche Angriffe. Nice. Und diese Handschuhe, die bringen mir 10 Rüstung. Nice, nice. Okay, wir machen mal das hier raus. Und Spielmannsuniform müssen wir auch... Oh, wollte ich gar nicht. Wollte das entfernen und das entfernen. Und dann wollte ich die SWAT-Weste... Bei den Handschuhen müssen wir auch noch irgendwo was drin haben. So. Sprich, hier SWAT-Handschuhe. Machen wir rein. Verursacht 10 Schockschaden. Fügt 5 Rüstung hinzu. Was haben wir hier? 25 Schaden, 10 Schaden. Du heilst jede Runde im Kampf 25 TP. Das mache ich rein, definitiv. Dann bei der SWAT-Weste könnte ich... allein bis zu 25 Schaden brauche ich jetzt nicht. Aber hier, du erhältst... Ich brauche was mit Angriff. 50 Schaden, das machen wir mal rein. Und weiter geht's mit dem Helm. Der Helm kann nichts, der hat keinen Slot. Okay, verstehe. Verstehe. Was hat denn der noch? Ein USB-Stick. Warum ich den liegen lassen habe, weiß ich nicht. Da ist das Tonbandgerät, was wir brauchen. Ja, jetzt warte doch mal. Hier haben wir nochmal Schockschaden. Und hier haben wir Stärketrank, ein Armband. Ein Armband. Okay, ein Armband. Solange es nur ein Armband ist, ist es nur ein Armband. Och nö, jetzt kommen Nazi-Zombies hier. Na nü. Hier geht's nach draußen. Och, jetzt sind die alle auch Nazi-Zombies, oder wie? Wo läuft denn der jetzt rum? Ist der jetzt weggegangen einfach, oder? Wiederbelebungstrank Mondgestein untersuchen, fügt bei 50 Frostschaden hinzu. Nehmen wir mal alles mit. Warum glänzt denn das hier oben so cool? Ach. Naja, wirklich was gebracht hat uns das jetzt nichts. Ja, Moment, bevor wir jetzt diese Zombie-Nazi-Soldaten fertig machen, habe ich doch hier noch was gesehen. Ach komm. Einer ist betäubt. Oh, einer hat ein Schild. Hier könnten wir doch mal nochmal eine Beschwörung machen. Hier könnten wir nochmal eine Beschwörung machen. Wir nehmen mal die Rohlederpeitsche. Für den mit dem Schild. Mit dem Nazi-Schild. Vernichte sie, Mr. Sklave. Fucking nice, dude. Finde ich auch. War ein schneller, einfacher Kampf. Und wir können alle auslooten. Oh. Leuchtender Schleim haben die dabei. Sag mal, bringen die jetzt alle um in South Park, oder wie? Ich verstehe es nicht. Ich weiß, dass wir jetzt zu Randy müssen, ne? Der dürfte ja jetzt noch in der Halle warten. Ich finde die Zombie-Nazis, die sind einfacher als El Gore. Ich bin auch ein pretty nice kid, was ist los? Aber man könnte es falsch verstehen, wenn du das so sagst, ne? Mister. Hey du, Zombies, Hilfe! Alle Einwohner, räumt die Stadt, Hilfe! Wo bin ich denn jetzt? Ich muss doch hier wo ganz anders hin. Wo muss ich denn hin? Ich muss. Wo muss ich denn hin? Wo war denn das? Ach, hier unten muss ich hin. Genau.
Ja, gehen wir mal erstmal nochmal zu den Goth Kids. Mal schauen, was bei denen los ist. Vielleicht sind die ja jetzt stolz auf uns, ich weiß ja nicht. Na, ihr? How about your questing, Hobbit Boy? Kümmere dich um deine Quest, Hobbit Boy. Ja, dann mache ich das mal. Hey, ich bin kein Hobbit Boy. Was ist los? Ich bin ein SWAT Boy. Sieht man das nicht, was ich bin? Hey, you're that popular kid. Ja, ich bin beliebtes Kid. Was ist los mit dir? Nur Al Gore geht mir extrem auf die Eier, aber richtig, richtig, richtig extrem. Richtig extrem. Vielleicht können wir den ja jetzt gleich besiegen. Oh, oh, jetzt. Psst, psst, psst. What's this? It's a recording. There's data on here. Did they say anything? What kind of Taco Bell is it going to be? When are they going to be finished building it? Shh, shh. All right. We're going to have to completely obliterate everything in a 3-block radius. What? Send charges underground to blow up the area and bury it all. Then make a fake story about an earthquake. They're gonna just blow up 3 blocks? Sons of bitches. You sons of bitches! What gives them the right? I knew there was more to this. It's not a simple Taco Bell we're dealing with. It's the most massive Taco Bell ever built. You see, ever since the whole Doritos Locos Tacos thing, Taco Bell thinks they can do whatever they want. Well, not here. Not in our town. You've done well, new kid. We're not going to let Taco Bell win. I'll take that picture you wanted now of you with the PTA. Nice. I'll send it to you. Nice. Und wir können direkt zurück zu den Goth Kids. I am Chewbacca. Okay. Ach, das sind Nazi-Zombies. Stolzer Ergebenheit! Es würde ein Frevel sein! Ach komm, ich mach dich locker fertig. Die machen wir doch locker fertig, oder nicht? Stolzer Ergebenheit! So, der blutet. Und jetzt... Oh. So. Ach, wie oft darf denn der treten? You hit like my grandpa. Huh. Das war's. Ach, ich darf nochmal, weil ich jemanden getötet habe. Stimmt ja. Yeah, Mann, wir haben's echt drauf. Ja, natürlich ist. Ab jetzt ist alles blutig im Spiel, oder wie? Naja. Dem fehlt ein Auge. Nazi-Zombies überall. Enjoy your popularity and 1.9 children in your 401k, conformist. We are all dying from the moment we are born. What goth kid walks Go conform around somewhere else, kid. Ach so, jetzt muss ich hier, ne? Inventar, oh. Gossmütze, oh. Gossmütze. Gosskostüm und Gosshandschuhe. Whoa, he did it. Nice. Yeah, but he's still not goth. He'll have to pass the final test. You may look goth, Frodo, but can you dance goth? Weiß ich nicht. Less enthusiasm. That's not how you totally fucking off. Bullshit. You call that smoking? God. Oh fuck. I'm feeling the rage. I like what you did with your coffee. Well, okay. Nice try, Frodo, but you dance like a freaking pop star wannabe conformist. Yeah, better luck next time, loser. Muss ich jetzt nochmal? You can't dance goth, so just stop wasting our time with your posing. Okay, nochmal. Jetzt muss ich mich aber beherrschen hier. Uh-huh.
Entschuldige, musst du mal kurz ruhig sein, dass ich das auch hier schaffe, ne? He's pretty goth, right? Yeah, that was pretty good. I felt this pain. Ach, okay. Alright, new kid, you've officially proven yourself. Yeah, just tell us where you need us and we'll be there. Neue Beschwörung. Oder wie? 45 Freunde Vorteil. Ja. I'll show you how to eat people's souls if you want. Okay, wir haben jetzt die Ghost Kids rekrutiert. Ach, wir haben einen neuen Vorteil bei Fähigkeiten. Vorteile und... bewirkt mehr Schaden bei betäubten Zielen. Du nimmst viel weniger Schaden, wenn du schwer verletzt bist. Perfektioniere die Kunst des Verhöhnens. Bewirkt zusätzlich bei Brennen. Heilender Wind ist gar nicht mal so schlecht. Kraftarsch ist auch cool. Deine Angriffe fügen größeren Schaden zu, wenn du schwer verletzt bist. Puh, dann nehmen wir mal... Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, was wir nehmen sollen.